der Einführung des digitalen Euro ist das lästige Bargeld passé. Ihre Einkäufe bezahlt Billy bequem per Karte, nur das Bier gibt's heute nicht. Billys digitale Patientenakte weiß, dass ihr das nicht gut tun würde. Danke ihm. Weil Billy heute nicht saufen kann, ist am nächsten Morgen pünktlich im Büro. Es ist sein letzter Arbeitstag. Seit seine Krankenakte gelegt wurde, weiß der Chef von Billys Burnout. Du bist gefeuert. Billy gönnt sich eine Auszeit auf New York. Die elektronische Patientenakte ist bereits 2025 automatisch für alle gesetzlich versicherten Deutschen eingerichtet worden und Europa einsehbar. Obwohl alles zu seinem Besten geschieht, zeigt Billys Gesicht erste Anzeichen von Aggression. Zum Glück haben die biometrischen Kameras das längst erkannt. Bevor er selbst weiß, dass er gleich gewalttätig werden wird, eilt die Polizei zu seinem Schutz herbei. Leider hat die Gesichtserkennung eine Fehlerquote von 80%. Statt Billy wird er melanchinische Wut abgeführt. Immerhin kann Billy jetzt ungestört saufen. Das war aber leider zu viel. Billy landet in einer überlassenen Klinik. Zum Glück weiß die Krankenhaus-KI, dass Billy arbeitslos ist und erkennt, dass der Mann neben ihr von höherem gesellschaftlichen Wert ist. Es ist ein CEO. Deshalb wird er bevorzugt behandelt und Billy ist endlich erlöst.